oad.de. One every day keeps the doctor away. Moin Moin, Servus, Grüezi und Hallo und willkommen zur neuen One Every Day Folge mit dieser Android-App Streets of Rage. Classic von Sega. Die technischen Daten, erforderliche Android-Versionsnummer 4.4 oder höher, In-App-Käufe 2,29 € pro Artikel, aktuelle Versionsnummer der App 1.0.1 wie alle Sega Forever. Spiele grundsätzlich aber gratis. Bei 15.915 Gesamtbewertung, eine Durchschnittssternebewertung von 4,5 Sternen. Ist so ein Prügelspiel auf der Straße. Drei Cops, eine Stadt am Rande des Abgrunds und ein Verbrecherboss. Und dann muss man sich bewaffnen und da rumlaufen und sich schlagen und mit Messern und Flaschen prügeln und so weiter und so fort. Solche Prügelspiele sind sowieso nicht so ganz mein Ding. Und ich habe das hier mal ausprobiert. Das mag ja damals ganz toll gewesen sein. Oder für jemanden, der es damals gespielt hat, mögen ja sowieso diese Sega Forever-Spiele ganz toll sein. Für mich persönlich ist das nichts. Steuerung wie immer nicht gut. Mit dem Gamepad deutlich besser. Da gibt es schönere Spiele, meiner Meinung nach. Ihr könnt euch das mal ausprobieren. Es ist nicht schlecht. Es ist aber ganz, ganz ehrlich nicht, nicht ganz mein Ding. Naja, gut. So ist das halt für kostenlos, aber auch ausprobieren auf jeden Fall. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @mention an twitter.com/oneappatag.